Ich habe euch heute wieder dabei gehabt, um mich fertig zu machen. Ihr mögt das Format ganz gerne. Ihr wisst ja, wie ihr es gerne mögt, zeigt das und gebt einen Daumen nach oben. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde der Sonne. Zeitumstellung. Ich bin ein bisschen spät dran oder ich habe halt das Gefühl, dass ich spät dran bin. So spät haben wir es jetzt gar nicht, lustigerweise. Ich brauche immer ein bisschen, bis ich da reinkomme. Und dass ich mich jetzt da nicht stresse, weil ich muss jetzt nachher gleich eigentlich los. Und ich habe echt Glück gehabt, ich war beim Laufen und hier regnet es jetzt. Mein Kopf ist heute ein bisschen abgeschnitten, aber ich kriege es nicht besser hin. Meine Kamera ist der Meinung, das ist okay so. Ihr kennt meine Foundation, das ist diese Drop Foundation, die hier. Vielleicht kriegen wir die dieses Mal wirklich leer in unserer Aktion. Weil Foundations und sowas. Oh, meine Hand zittert. Foundations und sowas kriege ich eigentlich nie leer. Schmeiße ich immer weg. Muss man mit der Zeit natürlich auch wegschmeißen, gerade so Cremesachen. Da ist kein Mikroplastik drin. Die ist relativ schwer zu handeln. Jetzt trinkt man erstmal einen Tee, würde ich sagen. Pfefferminztee bei mir heute. Weltbester Tee. Am Abend finde ich den ganz toll. Es ist irgendwie so eine Kindheitserinnerung. Schön zu einer Stulle, schön Tee und so. Wir haben den damals auch in der Schule immer. Also wir hatten so einen Bottich, so einen riesigen, und da konnte man sich immer kostenfrei was zu trinken rausholen. Für uns war natürlich interessant auch der Automat mit Limo, so wie es heute auch noch ist. Aber so für umsonst hast du Tee gehabt, den du dir immer holen konntest, also kalt. In dieser Foundation mag ich nicht, dass er in alle Poren kriecht. Das habe ich mal wieder meinen Sigma-Pinsel, der schon gefühlt uralt ist. Aber mit dem kannst du eigentlich echt ganz gut verblenden. Ich mag das. Aber ich bin halt auch ein altes Faultier, was Pinselwaschen betrifft. Und der war jetzt ewig lang dreckig und ich habe mir immer gedacht, so, mach ich's mit den Händen. Ich glaube, ich könnte noch einen Tropfen gebrauchen. Ich könnte noch einen Tropfen gebrauchen. Die ist halt echt gut pigmentiert. Das muss man ihr lassen. Aber ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. In dem Video, wo ich sie vorstelle, da verwende ich ein bisschen viel. Ich habe mir die wirklich ein bisschen anders vorgestellt, dass die ein bisschen besser performt. Also, sie macht schon einen guten Job, das nicht. Aber wenn du halt so fettige Haut hast wie ich und so große Poren, ist sowas natürlich echt nicht wirklich gut. Und ich habe halt immer noch nichts gefunden, was halt ohne Mikroplastik auskommt und gut ist. Also da ist Mineral-Make-up, wie jetzt das hier, das verwende ich ja nur für die Augen, das von Lili Lolo, ist halt schon richtig gut. Aber ich bin halt echt auch ehrgeizig, wenn ich mir hier sowas kaufe, dann will ich es natürlich auch einigermaßen brauchen. Hashtag aufbrauchen. So, dann versucht man das Gröbste so ein bisschen zu verhindern mit Puder. Von dem gibt es auch eine unparfümierte Variante, das ist der normale. Also, er riecht nicht, merke ich gerade. Aber es gibt noch eine Sensitiv-Variante, habe ich gesehen. Die war bei mir nur ausverkauft.
Ich habe damals, habe ich ja immer diese, gibt es die noch von, welche Marke war das denn? Diese Pickel Make-up-Sachen, die gibt es glaube ich gar nicht mehr. Von welcher Marke war denn das? Das ist so uralt. Und die Puder, das war also Puder-Make-up, das habe ich regelmäßig leer gekriegt. Da habe ich mir aber auch drauf geknallt aufs Gesicht, um alles zu verdecken. Der Puder ist ganz okay, aber ich darf halt echt auch nicht zu viel drauf machen. So. Dann gibt es jetzt von Altera Bronzer. Und den Bronzer habe ich schon so oft verwendet, aber da ist immer noch diese Sonne drauf. Das sind so Sachen, die ich auch mit der Zeit immer wegschmeiße. Weil so Kosmetik halt einfach auch nicht zu alt werden darf. Klar, das, was draufsteht, ignoriere ich schon. Aber wenn du dann mal so ein Produkt 5, 6, 7 Jahre hast, dann wird mir das auch zu gruselig, muss ich sagen. Dann wird mir das auch zu gruselig. Ich bin hier heute mal wieder sehr trocken. Hier, der Bereich ist bei mir immer ganz komisch. Dann gibt es von Lavera, gibt es bei mir im DM leider nicht mehr, den Highlighter. Und auch da wird bei mir mal dran, der ist schon stark parfümiert. Also der ist schon stark parfümiert. Hey, es ist echt gut, dass ich vorher noch laufen war, weil jetzt regnet es wie sonst was. Wow. Richtig, richtig wow. Meine Augenbrauen, die werden auch irgendwie immer dünner oder scheinen dünner zu sein, weil ich immer mehr graue Haare dazwischen kriege. Dann sieht das immer so ein bisschen aus, wie als wenn sich. Also als wenn du Haarausfall hättest oder dir die Dinger einfach rausreißen würdest. Da hier ist es ganz schlimm, da habe ich ganz viele graue drin. Da mogle ich immer ganz gern was dazu. So. Augenbrauengel ist dasselbe wie der Augenbrauenstift. Wäre blond, ich glaube. So ein Ding, was schon ewig auf dem Markt ist.
Geht, kann man lassen. Jetzt verwende ich diese Probe von Lili Lono. Die habe ich mir aber damals gekauft bei Ecoverde. Die haben wir dort geschenkt gekriegt. Und da ist so ewig viel drin. Verwende ich jetzt für die Augen. Zuerst, ich glaube, ich habe mein... Doch, ich habe ihn da. Zuerst mache ich den mal drauf. Von Aterra. Ich habe einen Muskelkater im Hintern. Boah. Ich war heute Morgen beim Laufen und ich war super langsam. Ich konnte auch nicht schneller, aber mein Arschmuskelkater. Ich habe so ein Workout auf meinem Zweitkanal mit Hanteln. Das ist relativ einfach, ne? Aber wenn du halt so gut wie nie Squats machst, dann haut das halt echt rein. Und das hat reingehauen. Wow. Ich bin heute Morgen aufgestanden und dachte mir nur so, ich muss sterben. Und im Hintern und im Bauch Muskelkater zu haben, ich finde, das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Ich nehme heute mein allseits geliebtes Alverde-Quarz, was halt Asbach-Uralt ist. Seinen Eigengeruch verloren hat. Kennt ihr diesen? Hat Alverde noch diesen Eigengeruch? Diesen komischen? Ich glaube, das haben die auch gar nicht mehr, ne? Aber ich lieb's. Für das, was ich mache, reicht es wirklich aus. Ich habe heute Magenknurren, aber das ist für mich nie ein Zeichen für Hunger. Also war es auch noch nie. Mein Magen, der kann so richtig laut knurren. Mit Hunger hat das nichts zu tun. So. Optimal. Machen wir da noch den Helm drüber. Mir reicht es halt inzwischen echt, weil das muss nicht aufwendig, geschweige denn solche Skills habe ich auch gar nicht. So, Altera. Eyeliner, den finde ich aber nicht so gut. Bei mir ist der Rossmann halt so weit weg, das nervt mich. Und das ist halt nicht meine Ecke, wo das ist so. Da musst du immer hin, dich hinplanen. Jetzt wenn du in der Großstadt wohnst, dann sagst du, 10 Kilometer ist halt nichts.
Aber hier ist halt keine Großstadt. Und 10 Kilometer ist halt das nächste Kaff, so, ne? Zum einen werde ich heute mal dieses Parfüm mitnehmen, weil ich würde das schon gerne ein Video mal machen, mal vorstellen. Das mag ich vom Geruch ganz gerne. Erst Kajal drauf. Jetzt mache ich erst Kajal drauf. Ich habe heute gar kein Dings gemacht. Das machen wir noch. Auch wenn es jetzt eigentlich fast schon zu spät ist, aber das machen wir noch. Das machen wir noch. Und auch den teste ich immer, das ist der von Benecos. So, dann Lavera Concealer. Der funktioniert bei mir mit Augencreme zusammen nicht so gut. Da legt er sich bis auf die Haut drauf. Jetzt ist mir gerade eingefallen, dass ich wieder Augencreme drauf habe. Jetzt hätte ich den einfach gerade nochmal. Das ist ein guter Plan. Nochmal der hier. Ich glaube, dieses Muster kriege ich bei dem bald weg. Das schaffe ich überhaupt. So. Warum einfach, wenn es auch kompliziert gibt? Ne? Kompliziert ist immer auch eine Option. So. So. Jetzt noch ein bisschen Eyeliner, Wimperntusche. Aber die finde ich nicht so gut, wenn ich ehrlich bin.
da finde ich das Thema Mikroplastik einfach. Das ist so schwierig, da was zu finden, was wirklich gut ist. Also wirklich für einen funktioniert. Also auch unter diesem Video, ich bin für eure Tipps offen. Versuche natürlich erstmal nach dem besten Gewissen meine Sachen aufzubrauchen. Das ist schon klar. So, dann wären wir fertig. Dann wären wir fertig. Ich muss heute dringend meine Haare waschen, ey. Wie gut, dass ich sie nicht gewaschen habe, weil jetzt regnet es draußen. Ups. Jetzt regnet es draußen und die würden dann eher dementsprechend aussehen, wenn meine Haare einmal nass wären, so. Dann steht eh alles ab. Also, meine Lieben, ich melde mich mal wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib dieser Sache gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Zeig gerne, dass du dieses Format gerne magst. Und ich melde mich ab. Sag danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.